Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Paladins und ja, heute gibt's ein kleines Thema auf jeden Fall. Und zwar, ja, ich bin mal wieder alleine und ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht direkt wieder nach 2 Minuten die Runde beenden muss, weil ja, vorhin war's so, da habe ich mal wieder mich eingespielt sozusagen und ja, direkt ging das wieder so schnell rum. Jedenfalls wollte ich ein bisschen über meinen Stundenplan reden, da fangen wir auch gleich mal an. Denn ja, ich hatte halt mich dazu entschieden, das mal hier anzusprechen in der Folge. Finde ich ganz gut. In Beta weiß ich noch nicht, ob ich dazu komme demnächst. Deswegen mache ich es einfach mal in diesem Format. Und dazu ist gesagt, der Stundenplan ist auch noch nicht final. Also es kann sich noch ändern. Und ja, bin mir noch nicht ganz sicher, dass es so bleibt. Aber so ist es erstmal vorgesehen. Und es ist schon gut möglich, dass es so bleibt. Denn ja. Wann sollen sie es sonst machen, ne? Und zwar geht es um ein Fach, was wir letztes Semester schon nicht hatten, was eigentlich ins vierte Semester kommen sollte, aber was wir jetzt doch haben, im dritten. Ja, deswegen, also das ist halt jetzt wahrscheinlich noch besser platziert als im Sommersemester dann. Im Sommersemester wäre es halt wieder ziemlich, ja, bisschen viel so für die Jahreszeit, keine Ahnung. Ist vielleicht besser im Wintersemester das zu platzieren, aber naja. Dazu kommen wir gleich. Jedenfalls, ja, fangen wir erstmal an. Also Montag haben wir Elektrotechnik halt von 10 bis 13:30. Ja, also quasi 4 Unterrichtsstunden. Und danach haben wir noch Energiewirtschaft, ne? Das ist halt auch so ein Fach, so Wirtschaftsfach. Und ja, ich kann halt jetzt noch nicht so viel zu den Fächern sagen. Ich hatte sie noch nicht. Deswegen, ja, da erstmal kein Kommentar, ne? Und ja, was haben wir danach? Also, ja, Energiewirtschaft haben wir halt bis 17:30 so und das heißt, ja, quasi von der dritten bis zur 10. Stunde Unterricht. Und ja, dann Dienstag haben wir tatsächlich, geht schon um 8 los und zwar mit, oh, Strömungslehre für 2 Stunden. Ja, auch erstmal so eine Übung quasi, das heißt, ja, keine Vorlesungen, sondern da werden dann irgendwelche Aufgaben bearbeitet. Und ja, Alter, ich habe einen Kill, geil. Jedenfalls geht's dann weiter mit Thermodynamik, was wir 6 Stunden am Stück haben. Vorlesungen und 2 Übungen noch. Also, ja, das wird auch nochmal spannend. Quasi von der dritten bis zur 8. Stunde nur ein einziges Fach. Ja, ich hoffe, das wird nicht allzu anspruchsvoll. Jedenfalls haben wir in Thermodynamik irgendwann auch noch Labor. Das heißt, da haben wir im Labor irgendwelche Praktika dann noch, die hoffentlich zu einem Termin sind, wo es günstig ist. Und ja, jetzt muss ich auch schon wieder einen Cut machen hier, wie es aussieht, ja. Weil die erste Runde einfach schon wieder vorbei ist. Ey, das ist so nervig am Paladins, ne? Ich weiß nicht. Ich kann das sowas von nicht leiden. Egal, ich starte jetzt einfach noch eine Runde. Ich mache jetzt einen Cut und ich merke mir natürlich, wo wir waren. Und ja, geht jetzt nicht anders. Hier Zweiersträhne, ja, die waren einfach viel zu gut, die Gegner, ne? Vorhin, als ich mich eingespielt habe, da gingen die Gegner eigentlich, da war es ausgeglichen, haben die ganz knapp gewonnen, das hat mich auch schon geärgert. Aber so ist es noch schlimmer. Naja, dann kurzer Cut. Okay, weiter geht's endlich nach fast 5 Minuten. Ey, das ist so unverhältnismäßig, ne? Ja, egal. Ich mach mal schnell weiter mit dem Thema. Und zwar, ja, ich habe dann Dienstag 16 Uhr Kostenrechnung und Controlling. Ja, das ist dieses Fach, was wir eigentlich im zweiten Semester gehabt hätten. Ja, war aber für die anderen Jahre davor generell auch immer im dritten Semester. Und ja, deswegen denke ich mal, dass wir es jetzt auch im dritten Semester haben. Und weil es eben jetzt im Wintersemester besser ist, das quasi zusätzlich zu haben, als im vierten Semester zum Beispiel, wenn dann Sommersemester ist. Das wäre halt blöd, wenn wir dann 30 Wochenstunden hätten wegen dem Fach statt 26, wie normalerweise. Und ja, im Sommersemester hätten wir ja eigentlich das gehabt, letztes Mal, aber da hätten wir dann eben 26 Stunden gehabt, ganz normal, und so hatten wir eben nur 22, also weniger. Das heißt, irgendwann haben wir es auf jeden Fall zusätzlich und ja, vielleicht wäre es auch ganz gut, das jetzt gleich wegzumachen, bevor wir es dann irgendwann, keine Ahnung, im vierten Semester haben. Und wenn es dann nichts wird, dann haben wir es vielleicht aus dem sechsten Semester oder so. Also das muss dann halt auch nicht sein, ne? Dann lieber jetzt schon. Und ja, dann war's das quasi. Ja, aber mal gucken. So, jetzt versuche ich erstmal den zu killen.
Ja, jedenfalls geht das Ganze von 16 Uhr bis 19:30 Uhr, das ist quasi von der 9. bis zur 12. Stunde. Ja, das heißt, wir haben 12 Stunden wirklich durchgehend an dem Tag und das wird natürlich eine Quälerei. Ist irgendwo auch blöd, aber ja, dieses Fach ist halt immer, wenn's ist, dann 16 Uhr, weil ja, ist halt personell bedingt irgendwie, ja, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, macht diese Dozentin da immer nur 16 Uhr Unterricht und nie zu einer anderen Zeit. Und das bedeutet, irgendwann haben wir das eh um die Uhrzeit, ne? Ja, es ist halt blöd, dass es dann um 8 schon losgeht. Es hätte auch erst um 12 losgehen können, ne? An dem Tag wäre natürlich angenehmer. Aber, ja, keine Ahnung. War wohl nicht möglich oder so. Ja, auch mit den Laboren ist es manchmal schwierig, das so zu machen, sicherlich. Da muss man halt schauen, ne? Ich meine, auf Montag hätte man es, na gut, wenn man es auf Montag gelegt hätte, das wäre halt auch nicht unbedingt besser gewesen, weil man da schon genug Druck hat, sozusagen, durch Elektrotechnik, weil das wird, glaube ich, ziemlich anspruchsvoll. Es wird, glaube ich, so das Hauptfach mit, ja, also Thermodynamik und Elektrotechnik sind, glaube ich, so die Hauptfächer dieses Semester. Und naja, jedenfalls, was gibt's denn noch? Mittwoch geht's dann halt weiter, erst um 10 zum Glück, nicht um 8 schon. Und zwar mit Strömungslehre wieder, da ist dann die Vorlesung, wo wir Dienstag dann die Übung haben. Also werden wir dann wahrscheinlich immer den Übungsstoff der Vorwoche behandeln, ähnlich wie es die letzten Semester auch immer war. Und ja, so. Ansonsten haben wir danach um 12 wahrscheinlich Labor. Also ich hoffe es mal, es wäre der beste Termin, weil wir haben sonst nichts mehr am Mittwoch. Mittwoch ist quasi nur eine Vorlesung und keine Übung oder sonst irgendwas noch, kein anderes Modul. Deswegen, also das würde dann sehr gut passen mit dem Labor. Hätte man natürlich sagen können, okay, vielleicht hätte man um 12 dann noch was anderes machen können und 14 Uhr Labor, dass man Dienstag vielleicht weniger hat. Was aber auch blöd wäre, wenn man früh jetzt schon Mittwoch hat, um 8. Weil Dienstag geht's halt bis 19:30 Uhr und dann um 8 direkt am nächsten Tag wieder. Das ist halt nicht so geil. Naja. Jedenfalls, ja, was gibt's noch? Dann Donnerstag gibt's halt auch noch viel, muss ich sagen. Da hat man dann auch noch mal von 10 bis 17:30 Uhr. Ja, erzähl ich glaube gleich. Wir sind ja gerade am Gewinnen. Oh shit, ey. Ja, man darf echt nicht in die Mitte gehen. Vor allem nicht alleine. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, also, ja, ich kann es ja jetzt schon mal erzählen, ne? Wir brauchen noch ein bisschen, wie es aussieht. Donnerstag haben wir halt Rohrleitungs- und Apparatetechnik ab um 10, quasi dritte, vierte Stunde. Also, früh haben wir da auch frei, zum Glück, ne? Da hätte man auch noch irgendwas hinlegen können in Unterricht, aber ja, ist vielleicht auch nicht so optimal, wenn man dann auch wieder 10 Stunden hat. Mittwoch wäre vielleicht irgendwo besser. Naja, aber man kann halt nicht alles haben, ne? So, weil ja, gleich kommt noch was, was auch noch positiv ist, was ich anmerken muss. Ja, jedenfalls Rohrleitungsapparatetechnik, Vorlesung. Dann haben wir erstmal quasi ab um 12. Ja, was anderes, und zwar die ganze Zeit Wirtschaftsinformatik bis 13:30 Uhr. Ne, Quatsch, bis 15:30 Uhr, genau, so rum. Und ja, dann ab 16 Uhr haben wir nochmal eine Übung zu Rohrleitungsapparatetechnik. Und das ist auch das Letzte, was wir immer dann in der Woche haben, ja, tatsächlich. Also, ja, wir haben nämlich Freitag frei. Da haben wir gar nichts. Und ja, das ist natürlich ganz geil, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil, aber trotzdem ist der Dienstag halt sehr voll. Deswegen stelle ich da auch immer Überlegungen an, wie hätte man es anders machen können, aber ich kann es ja jetzt halt eh nicht ändern, ne? Ist halt dann so. Und ja, jetzt haben wir gewonnen, das ist natürlich schön. Und ich glaube, noch eine Runde mache ich dann auch nicht, ne? Ja, da habe ich ein bisschen was erzählt mal wieder, eine kleine Talkfolge gehabt, ne? Und ihr wisst mal so Bescheid. Vielleicht kann man sich da unter dem einen oder anderen Fach noch nichts vorstellen, aber eventuell werde ich dann noch eine weitere Folge machen, wenn ich die Fächer alle hatte und mal ein paar Unklarheiten erklären oder so, keine Ahnung. Kann ich ja dann auch wieder in Paladins oder in Beta oder wie ich auch immer dann Lust drauf habe, ne? Und ja, so bin ich auf jeden Fall jetzt gestiegen. Oh, nicht schlecht, auf jeden Fall. Battle Pass sogar auch. Ja, also es macht viel aus, wenn man gewinnt, ne? Jetzt habe ich wieder zweimal verloren vorhin, da ist noch ganz wenig gestiegen, aber jetzt, ja, das läuft auf jeden Fall.
würde ich sagen. Und ich bin froh, dass ich nicht nochmal 10 Minuten warten muss oder irgendwas, ne, hier auf eine nächste Runde, sondern ja, bin jetzt fertig und das schon mal schön. Dann danke fürs Zusehen an der Stelle auf jeden Fall. Ja, vielleicht war es interessant oder auch nicht, ne? Da wisst ihr auf jeden Fall jetzt meinen Stundenplan. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas zu ergänzen? Ja, also ich warte einfach noch ein bisschen ab und dann werde ich euch nochmal ein Update geben, vielleicht auch vom Stundenplan. Das ist jetzt erstmal nur die Version, die ich bisher weiß, vorm Semesterstart quasi. Aber ja, wie gesagt, später kann ich ja nochmal drüber reden. Ja, dann jetzt erstmal tschüss und bis dann und ja, haut rein.